Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wespen schnell aggressiv sind? Aber stimmt das und sind alle Wespen so? Das schauen wir uns heute in diesem Video mal genauer an. Übrigens, wenn dir die handgezeichneten Illustrationen gefallen, die wir immer mal wieder in unseren Videos zeigen, dann habe ich einen Tipp für dich. Schau doch mal in unserem Shop vorbei, denn dort findest du einige dieser schönen Zeichnungen auf T-Shirts, Pullovern und noch mehr. Egal, ob du ein Fan von Wespen oder von Käfern bist, wir haben fast alles. Und das Beste, du unterstützt damit unseren Kanal, damit wir weiterhin solche Videos erstellen können. Außerdem trägst du ein Stückchen Naturwissenschaften im Alltag mit dir herum. Also, wenn du genauso begeistert von Insekten bist wie wir, dann klick unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar und schau dir an, was wir für dich bereitgestellt haben. Vielleicht entdeckst du ja dein neues Lieblingsstück, so wie dieses hier zum Beispiel. Mit diesen hier, also Wespen, verbinden viele Menschen ein fliegendes, gelb-schwarz gestreiftes Insekt, das uns beim Essen im Freien stört und permanent umfliegt. Und bei jeder neuen Umrundung hat man irgendwie das Gefühl, es ist nur hier, um uns zu stechen. Aber was wäre, wenn ich dir jetzt sage, dass der Begriff Wespe alles andere als präzise ist? Man spricht hier nicht von einer kleinen Gruppe von Tierchen, sondern von Tausenden. Tausenden von Arten weltweit und sie alle gehören zur bemerkenswerten Insektenordnung der Hautflügler, den sogenannten Hymenoptera. Diese Verwandtschaft ist übrigens ziemlich beeindruckend, denn neben den Wespen zählen auch Ameisen und Bienen zu dieser Gruppe. Wenn wir uns die Hautflügler genauer anschauen, wird schnell klar, sie fristen absolut gar kein Nischendasein in der Natur. Denn sie sind Jäger, sie sind Baumeister, Bestäuber und manchmal sogar Parasitoide. Das sind Wespen, die ihre Larven in andere Insekten legen, die dann als lebendige Futterquelle dienen. Klingt jetzt ziemlich makaber, aber so funktioniert die Natur. Die Ordnung der Hautflügler kann man also als die Multitalente der Insektenwelt bezeichnen. Und sie sind auch nicht wenige. Etwa ein Fünftel aller Tierarten in Deutschland sind Hymenoptera. Sie sind mit etwa 10.000 verschiedenen Arten bei uns vertreten. Das sind nicht wenige und dennoch sind sie nicht die größte Ordnung. Noch nicht. Denn lange Zeit war sich die Wissenschaft einig, dass die Ordnung der Käfer, also die Coleoptera, die größte Insektenordnung sei. Mit über 380.000 beschriebenen Arten sind sie das auf dem Papier auch aktuell noch. Aber die Hautflügler, unsere Hymenoptera, können sich nun als wahre Champions der Artenvielfalt herausstellen. Studien legen nämlich nahe, dass sie die Coleoptera in Sachen Artenzahl möglicherweise übertreffen. Aber so ganz einig ist sich da die Wissenschaft noch nicht. Falls du mehr über diese Diskussion erfahren möchtest, dann lass uns das unten in den Kommentaren wissen und wir tauchen tiefer in dieses Thema ein. Denn es gibt noch einiges darüber zu berichten. Natürlich abonnieren nicht vergessen und aktiviere am besten die Mitteilungen, um das neue Video dann auch nicht zu verpassen. Nun aber zurück zu unseren Wespen am Grill- und Kuchenbuffet. Denn hier reden wir eigentlich nur von zwei Arten, die uns das Leben schwer machen. Der deutschen Wespe und der gemeinen Wespe. Diese zwei sind zwei Arten von den in Deutschland rund 100 Faltenwespenarten, aber diese beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns regelmäßig zu besuchen. Und bevor du jetzt fragst, nein, die gemeine Wespe heißt nicht so, weil sie besonders gemein wäre, sie hat einfach einen unglücklichen Namen bekommen. Wieso? Gemein bedeutet hier nur allgemein, also weit verbreitet. Sie ist quasi die Standardwespe. Sie gehören beide zu den echten Wespen, die zusammen mit den Feldwespen auch als Papierwespen bezeichnet werden. Denn die Arten dieser Unterfamilie bauen ihre Nester aus einem papierähnlichen Material, das sie aus zerkauten Holzfasern erzeugen. Die Nester können dann so hier zum Beispiel aussehen, wobei sie natürlich von Art zu Art und Umgebung abweichen können. Aber trotz der geringen Materialstärke sind sie unglaublich fest und dennoch leicht. Und es gibt bis etwa Ende Juli auch noch weitere Wespenarten, die der gemeinen und auch der deutschen Wespe sehr ähnlich sehen, zum Beispiel die mittlere Wespe. Doch ihre Staaten lösen sich bereits im Sommer auf. Wenn wir also Wespen im Spätsommer am Tisch begrüßen können, ist das entweder die deutsche oder die gemeine Wespe. Und was ist jetzt mit den anderen Wespenarten, wie zum Beispiel der Hornisse oder der Hausfeldwespe?
Diese Arten gehören zwar ebenfalls zur Familie, doch diese Arten haben absolut gar kein Interesse an unseren Mahlzeiten. Ihre Kolonien sind auch meist viel, viel kleiner und sie gehen uns lieber aus dem Weg. Doch auch sie haben natürlich ein spannendes Leben. Zu Hornissen findest du hier oben rechts bereits ein Video und zu den anderen Arten kommt demnächst ein eigener Film. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich aber die beiden Arten beim Grillen auseinanderhalten? Ehrlich gesagt, das ist gar nicht so leicht, aber es gibt einen kleinen Trick. Die deutsche Wespe hat oft drei schwarze Punkte auf der Stirn, während die gemeine Wespe einen schwarzen Strich hat. Ich weiß, das klingt jetzt herausfordernd und in der Hitze des Gefechts beim Grillen wirst du wahrscheinlich nicht die Zeit haben, dich zum Wespenexperten zu mausern. Aber hey, wenn du ein Hardcore-Naturfreund bist, dann ist es vielleicht eine spannende Herausforderung. Kommen wir zum zentralen Punkt. Wespen sind keine Bienen. Sie leben zwar wie die Honigbiene in Staaten, aber ihre Staaten sind von viel kürzerer Dauer. Während die Honigbienen jahrelang dasselbe Nest nutzen, existieren Wespenkolonien bei uns in Mitteleuropa nur eine einzige Saison lang. Sobald der Frost einsetzt, ist Schluss. Erst im nächsten Frühjahr erwacht eine neue Königin, um ein neues Nest zu gründen. Sie zieht die ersten Arbeiterinnen groß und dann geht der ganze Zyklus wieder von vorne los. Interessant ist, dass das Ganze in wärmeren Regionen wie Australien anders abläuft. Dort, wo die deutsche Wespe eingeschleppt wurde, überleben die Kolonien oft mehrere Jahre lang. Es entstehen riesige Nester mit bis zu 100.000 Individuen, aber hier bei uns in Mitteleuropa verabschieden sich die Wespen normalerweise nach dem ersten Frost. Im Sommer suchen Wespen vor allem Proteine. Das heißt, die jagen Mücken und Fliegen und ihre Beute bringen sie dann den Larven, die diese Proteine dringend brauchen, um groß und stark zu werden. Und jetzt kommt der Clou. Die Larven geben im Gegenzug eine süße Flüssigkeit ab, von der sich die erwachsene Wespe zum Teil ernährt. Aber gegen Ende des Sommers ändert sich das Ganze. Die Königin hört auf, Eier zu legen und die Kolonie schrumpft. Jetzt brauchen die Wespen Zucker und wenn in der Natur nicht mehr genug Quellen vorhanden sind, kommen sie eben zu uns. Marmeladen, Kuchen und auch Limonaden, all das wird jetzt interessant für sie. Deshalb wirken Wespen im Herbst auch oft so aufdringlich. Sie haben Hunger. Auch in trockenen und heißen Sommern oder Jahren, in denen es außergewöhnlich viele Wespenvölker gibt, wird die Nahrung knapp und die Tiere geraten dadurch unter Stress und Druck, Nahrung zu finden. Das kann sich dann natürlich als aggressives Verhalten äußern. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen. Wenn wir im Hochsommer im Stau stehen, dann steigt die Aggressionskurve sehr steil nach oben an. Aber stechen die beiden Wespenarten wirklich ohne Grund? Das tun sie natürlich nicht. Wespen stechen auch nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Und das ist doch nur verständlich, oder? Das ganze hektische Gefuchtel mit den Armen, wenn sie uns zu nahe kommen, macht sie natürlich nervös. Am besten einfach so lange wie möglich ruhig bleiben. Übrigens, der Wespenstachel. Der hat noch eine ganz andere Funktion, er dient ihnen nicht nur zur Verteidigung. Sie betäuben ihre Beute, bevor sie sie ins Nest bringen. Im Gegensatz zu Bienen, die ihren Stachel ausschließlich zur Verteidigung einsetzen, brauchen Wespen ihn, um Fliegen, Mücken oder andere Insekten zu jagen. Wenn dich also mal eine Wespe sticht, dann hat sie das natürlich nicht aus Bosheit getan, sondern weil sie sich verteidigen wollte oder weil sie gerade gejagt hat. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung bei unseren Dreharbeiten gesammelt, dass sich die Tiere auch an die Anwesenheit von Menschen gewöhnen können. Nach ein paar Tagen vor ihrem Nesteingang haben uns die Wespen so gut wie gar nicht mehr beachtet und wir konnten dicht an ihren Eingang heran. Während der 2 Wochen Dreh wurden wir nicht einmal gestochen. Das nächste Mal also, wenn dir eine Wespe zu nahe kommt, bewahr einfach Ruhe. Mach keine hektischen Bewegungen, das ist sowohl für dich als auch für die Wespe besser. Stell etwas reifes Obst abseits, das lenkt sie ab und deck auf jeden Fall süße Speisen und Getränke ab. So lässt sich die nächste Begegnung am Kaffeetisch ganz entspannt gestalten. Und obwohl sie manchmal nerven, haben Wespen eine ganz wichtige Rolle in der Natur. Sie sind so etwas wie die natürlichen Schädlingsbekämpfer, denn sie fangen Unmengen an Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Ohne sie wären unsere Sommer wohl noch viel unangenehmer. Und noch ein Funfact zum Schluss, Wespen tragen zwar nicht den Titel Bestäuber, aber ab und zu helfen sie doch mit. Denn auch Wespen trinken Nektar und dabei landen sie natürlich auch auf Blüten und leisten so einen kleinen Beitrag zur Bestäubung. Und wenn du jetzt noch mehr über die Merkmale von Hautflügern erfahren möchtest, dann haben wir hier das passende Video für dich. Aber vielleicht interessiert dich auch dieses Video. Bis zum nächsten Mal.